Willkommen zusammen zu einem neuen Video hier von der Gamescom 2017. TML Studios und Aerosoft haben auf dieser Gamescom nicht nur den neuen Bus-Simulator The Bus vorgestellt, sondern präsentieren auch im Zuge der Gamescom quasi ein paar neue Infos in Bezug auf den schon etwas älteren Fernbus-Simulator. Ich glaube, ein Jahr ist er jetzt ziemlich genau alt. Ne? Ja. Okay. Und da gibt es viele spannende Informationen, viele spannende News und das Interessanteste dürfte erstmal sein, es gibt ein kostenloses Update, einen kostenlosen DLC. Was ist das? Auf was kann man sich da freuen? Genau, das ist das sogenannte Usedom DLC. Wir nennen das DLC einfach, weil es ein riesiges Paket ist, das wir nicht einfach so als ein kleines Update raushauen wollen, sondern wir wollen das auch betonen. Sprich, die Insel Usedom kommt ins Spiel, zusammen aber mit viel mehr Inhalten. Sprich, es gibt neue Props, neue Modding-Props, die in den Modding-Tools verwendbar sein werden. Man kann sich dann kleine Dörfer bauen. Wir haben das alles halt im Prinzip so neu eingefügt, sodass man eben auch diesen kleinen Flair in Usedom quasi auch schön nachbauen kann. Und genauso gibt es funktionierende Bahnübergänge und weitere kleine Funktionen, eben neue Inhalte, die alle eben in diesem Paket dann für alle dann verteilt werden. Okay, also das ist komplett kostenlos. Dann habt ihr aber auch einige kostenpflichtige DLCs angekündigt. Viele Spieler haben sich gewünscht, dass endlich neue Busse kommen. Habt ihr da für diejenigen was parat, die sich das gewünscht haben? Natürlich. Wir haben sogar mehr als nur einen Bus parat. Wir wollen erstmal den VDL Futura FHD2 rausbringen. Das ist ja einer der neueren Modelle, sieht man hin und wieder mal, wenn man auf den Autobahnen unterwegs ist. Und den werden wir in den verschiedensten Varianten, also kurze Version, lange Version, eben nachbilden und rausbringen. Und die Comfort Class S wollen wir eben auch nachbauen, auch in den verschiedensten Varianten. Ich sage Comfort Class S, weil wir entsprechend noch uns bemühen, die Lizenz für den Namen dieses Herstellers zu kriegen. Und aber da sind wir dran und da sind wir in der Entwicklung und werden schon bald Screenshots davon zeigen. Okay, aber VDL ist dann auf jeden Fall lizenziert. VDL hat uns schon zugesagt, ja. Muss man sich dann wieder auf Preise wie beim Neoplan Skyliner einstellen, was ja oft auch so ein bisschen kritisiert wurde? Also wir nehmen die Kritik der Preispolitik natürlich gern zu Herzen. Dass es beim Fernbus, beim Neoplan Skyliner ja teilweise, als ein bisschen zu teuer empfunden wurde. Die anderen haben gesagt, das ist total berechtigt. Das werden wir aushandeln, gemeinsam mit unserem Publisher Aerosoft. Und dann werden wir versuchen, das für alle gerecht zu machen. Okay. Dann ist das aber immer noch nicht alles. Es geht noch weiter und zwar plant ihr auch Map-Expansion in Richtung Süden. Richtig, in Richtung Süden und in Richtung Westen. Also erstmal kommt Österreich und Schweiz sind zusammengepackt in einem DLC und dann kommt noch Frankreich. Da sind wir auch schon dran, das zu bauen. Mehr ist immer noch möglich, aber natürlich auch durch die Modding-Tools, die jetzt dann auch wirklich bald rauskommen, noch im Herbst, wird auch alles andere baubar sein von allen da draußen. Wir werden bei den Modding-Tools nämlich im Prinzip die Flächen von fast ganz Europa und noch weiter, das um Deutschland liegt, mitliefern. Das heißt, das ist alles schon im Maßstab. Höhendaten sind dabei. Es ist im Prinzip so fertig, dass man sofort anfangen kann, Objekte zu platzieren, Straßen zu ziehen und so weiter. Man muss sich diese Fläche nicht erst bauen. Kann man natürlich, muss man aber nicht, einfach weil das schon da ist. Es geht auch bis nach Ägypten. Also wenn jemand Ägypten bauen will, die Möglichkeit steht euch offen. Okay. Und bekommt man dann irgendwie Hilfen an die Seite gestellt? Weil ich kann mir vorstellen, so Unreal, das könnte ein bisschen komplex sein. Ja und nein. Also es ist komplex, aber es ist einfach zu verstehen. Also wir wollen es im Prinzip so einfach machen wie möglich. Natürlich braucht man ein bisschen technisches Wissen, sagen wir mal so. Aber man muss nicht unbedingt programmieren können, um modden zu können. Weil es ist viel mit Drag and Drop. Klick hier, klick da. Und dann hat man da eine riesige Einstellungsliste an Sachen, die man einstellen kann bei den verschiedensten Sachen. Das haben wir teilweise in den Dev Diaries ja schon mal gezeigt. Und einerseits haben wir den Vorteil, dass wir ja den originalen Unreal Editor nutzen von Epic Games. Das heißt, wenn man was Grundsätzliches nicht weiß von der Handhabung dieses Editors, gibt es eine riesen Datenbank von Epic Games selbst mit Videos, mit ausführlichen Beschreibungen, Screenshots und so weiter, die einen erklären, wie das ganze Programm funktioniert. Integriert gibt es auch so einen Tutorial-Modus, wo man sich ein bisschen einfuchsen kann in das Ganze. Und dann gibt es ja unsere Modding-Tools, die wir dann, womit wir den Modding-Editor von Unreal Engine erweitern.
Und dafür werden wir natürlich auch viele Knowledge-Base-Artikel schreiben, also vieles erklären. Und wir sind auch dabei, Videos zu erstellen, die ein bisschen erklärbärartig dann von den einfachsten Sachen, wie installiere ich das, wie setze ich meine erste Mod um, wie zeichne ich eine Straße, wie bringe ich das ins Spiel. Aber das wären dann auch eben komplexere Sachen, wie baue ich eine ganze Stadt. Und so weiter und so fort. Also da werden wir viele Videos erstellen, teilweise aber auch auf Basis dann der Sachen, die am meisten gefragt werden. Das heißt, wenn es ein Thema gibt, das wir noch nicht behandelt haben, dann werden wir das behandeln einfach auf Basis der Nachfrage. Okay, aber das ist immer noch nicht alles. Es gibt noch zwei weitere DLCs, glaube ich. Zum einen den Bundesliga-DLC, zum anderen den Multimedia-DLC. Was ist das beides? Also Multimedia ist im Prinzip ein Radio. Viele haben sich ein Radio gewünscht für den Fernbus-Simulator und ich kann es auch verstehen, weil naja, man fährt auf der Autobahn, das Geräusch ist immer dasselbe, man schläft fast ein. Ich meine, wer kennt es nicht, wenn man auch so Autobahn fährt, ne? Musik muss dabei sein und deswegen kommt ein interaktives Radio mit rein. Das ist nicht einfach nur, dass irgendwelche Musik abgespielt wird die ganze Zeit oder so. Wir haben eine große Datenbank an Musik lizenziert bekommen und haben das aber mit einer interaktiven, ich nenne es mal Moderation verbunden, sprich, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwo ein Verkehrsunfall ist und der ist tatsächlich in dem Spiel, sagen wir, auf der A2 irgendwo, dann heißt es im Radio, kommt dann die Verkehrsmeldung und dann heißt es, auf der A2 zwischen Berlin und Hannover ist ein Unfall, es brennt, keine Ahnung. Und das ist dann eben auch, und auch die Wettervorhersage, die wird sich dem anpassen, was im Spiel tatsächlich eingestellt ist, ob sonnig ist oder regnet, wie auch immer. Das wird dann dynamisch zusammengestellt und da sind wir eigentlich ganz positiv, weil das macht Spaß, das mal so ein bisschen interaktiv zu haben. Gut, also das ist der Multimedia-DLC. Ich stelle es mir auch sehr, sehr interessant und lustig vor, dann mit diesen interaktiven Ansagen. Aber es gibt ja auch noch den Bundesliga-DLC. Was hat es damit auf sich? Das ist was, wo wir eigentlich uns am meisten freuen, weil das einfach mal was ganz anderes ist. Wir kehren ein bisschen weg von dem ganz normalen, ich hole meine Fahrgäste und fahre über die Autobahn ein paar Stunden und setze wieder ab und fertig. Sondern wir führen die Spielerrolle als Busfahrer ein bisschen weiter, indem der Busfahrer eine Fußballmannschaft transportiert. Er ist der Busfahrer des Vereins. Sprich, man hat dann die Möglichkeit, sich einen bestimmten Verein auszusuchen und dann fährt man die eben von Spiel zu Spiel. Es gibt dann einen Spielplan, man muss in die verschiedenen Bundesländer fahren, es gibt dann Heimspiele, Auswärtsspiele, wie auch immer. Man muss sich um Hotels kümmern, um Unterkünfte, man muss auch dafür sorgen, dass sagen wir, das Snack-Angebot aufrechtgehalten wird, dass WLAN in Ordnung ist, dass das Datenvolumen ja auch angemessen ist, wenn da 20 Leute mindestens im Bus sitzen und alle dann YouTube gucken, keine Ahnung. Zum Beispiel Nord-Rhein-TV-Play. Ja. Nur, natürlich, das ist die Startseite quasi. Nee, und das ist im Prinzip, weil wenn man das nicht macht, dann gibt es schlechte Laune und entsprechend gibt es schlechtes Karma sozusagen. Also du wirst dann unbeliebt. Du musst dich beliebt machen bei deinem Verein und natürlich dafür sorgen, dass du deinen Job behältst, weil naja, Busfahrer gibt es viele. Ne? Da kommt dann einfach der Nächste dran, wenn du quasi rausgekantet wirst. Das Ganze ist verbunden mit einem kleinen Wirtschaftsteil, sprich du musst eben auch wirtschaftlich handeln. Ist dieses Hotel zu teuer? Ist es trotzdem angemessen? Und da muss man eben versuchen, sinnvoll zu handeln. Wie gesagt, auch mit dem Datenvolumen, mit dem Snack-Angebot, so, dass die Spieler zufrieden sind, aber nicht so, dass du das Geld aus dem Fenster wirfst. Genauso, ein Bus musst du dann reinigen, warten und sowas, weil wenn er zusammenbricht, dann kommen die Spieler nicht zum Spiel und dann gibt es aber auch Ärger und so weiter. Also ein sehr umfassender DLC, umfassender, als man das bei dem Namen jetzt so vermuten würde. Jetzt wird das ja alles was kosten. Ne? Muss man die Sorge haben, dass TML-Studios jetzt zu Commerz-Studios wird oder gibt es auch weiterhin kostenlose Updates, die dann auch neue Sachen ins Spiel bringen? Sowohl als auch. Also wir werden nicht TML-Commerz-Studios oder sowas, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht eine riesige DLC-Liste auf Steam auffindbar haben, wo der Gesamtpreis bei über 3000 Euro liegt. Ich glaube, wir wissen, worüber wir sprechen. Ja? Natürlich, das geben wir ganz offen zu, natürlich können wir bei bestimmten DLCs, vor allem die größeren, können wir nicht alles kostenfrei geben. Was zu entwickeln kostet Geld. Ja, die Entwicklungskosten sind teilweise höher, als man denkt. Und da man dann sowas eben verkauft, spielt sich das Geld wieder rein. Wir haben Profit und können das eben einsetzen, neue Produkte. Also sprich, oder würden wir den Fernbus-Simulator ja kostenlos rausgeben, ist das schön für alle anderen, aber was sollen wir denn damit? Wir haben einen Haufen Geld rausgeworfen für die Entwicklung
und können The Bus aber nicht entwickeln, weil wir keine Kohle dafür haben. Ne, deswegen, also so ganz grundsätzlich natürlich müssen wir ein bisschen Geld verlangen, aber natürlich nicht für alles. Also das haben wir auch von Anfang an versprochen, dass es auch kleinere, auch vielleicht nicht so kleine Sachen gibt, die auch kostenlos sind. Eben jetzt zum Beispiel Usedom. Es wird kleine Props geben, immer noch, die man auch in den Modding-Tools einsetzen kann, aber auch im Bus selbst. Sagen wir Duftbaum oder sowas, das kann man ja dann auch selbst modden. Also das sind im Prinzip alles so Sachen, die dann noch mit reinkommen werden. Und auch bei der Preispolitik werden wir immer versuchen, fair zu handeln. Also das machen wir dann gemeinsam mit der Aerosoft und versuchen das so zu machen, dass es für alle Seiten fair ist und ohne zu Commerz-Studios zu werden. Okay, perfekt. Also großartige News, vor allen Dingen sehr, sehr viele News zum Fernbus-Simulator. Wie es euch gefällt, was ihr vielleicht noch für Ideen oder Wünsche für den Fernbus-Simulator habt, schreibt das gern in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid dann auch bei den nächsten Gamescom-Videos wieder mit dabei. Bis dahin sagen wir beide tschüss.